Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hallo? Du wolltest gerade noch was sagen? Ich wollte auch herzlich willkommen zum Modern Koi Blog sagen. Okay. Das wollte ich schon immer mal machen vor der Kamera. Unser Jingle, ja. Oder wie heißt das? Genau. So, heute wollen wir uns noch ganz kurz die Wasserwerte bei Ritchie anschauen, am Teich. Und an der Innenhälterung hat er uns ja schon gesagt, dass er täglich Ammonium und Nitrit misst, was sehr löblich ist, muss man wirklich sagen. Gerade bei Innenhälterung, es gelten die gleichen wasserchemischen Gesetze, nur laufen die sehr, sehr, sehr viel schneller ab. Vor allem dann, wenn man viel Fisch, viel Futter auf kleinem Raum. Wie oft misst du deinen Teich? Also in der Saison, wenn ich wirklich fütter, nicht wie jetzt, dann mache ich es mindestens einmal die Woche. Also wirklich dann im Teichmanagementbuch wird es eingetragen. Das hat er schon sehr geholfen. Dann ist man auch nicht so nachlässig, habe ich festgestellt. Ja. Ja, ansonsten zwischendurch mal, wenn mir irgendwas komisch vorkommt oder die Fische sich komisch verhalten, dann messe ich da schon mal nach. Aber ansonsten ein bisschen auch nach Gefühl. Okay. Ich habe eine Fehleinstellung gehabt. Du hast jetzt den Teich 5 Tage nicht gefüttert. Mhm. Wir haben ja im vorangegangenen Blog gesehen, die Senect-Anlage hat 7,99 pH angezeigt. Hier haben wir jetzt 8,1, nachdem die Anlage lange hochgelaufen ist. Also da würde ich sagen, das ist im absolut tolerablen Rahmen. Da muss man sich auch keinen Kopf machen. Wann hast du die Anlage zuletzt kalibriert? Das ist schon ein paar Wochen oder her. Das war wie der Blog beim Tom kam, dass der seinen Sensor nicht lange kalibriert hat. Dann habe ich es direkt danach gemacht. War aber auch keine große Differenz. Also ich sage jetzt mal so 2-3 Monate ist es schon her. 2-3 Monate. Also dafür muss man sagen, ist sie sehr stabil. 8,1. Könnte man jetzt sagen, ist ein hoher pH-Wert. Ich habe gerade vorher erst Ausgangswasser, Carbonathärte war 6,5 circa und im Teich bei 4. Also wir haben ein Delta, eine Spanne von 2, 2,5. Die erklärt sich dadurch, dass natürlich zum einen die Algen die biogene Entkalkung machen und dann auch die Filterbakterien dem Wasser Carbonate entziehen, brauchen sie für ihren Zellaufbau. Das ist ganz normal. Du sagst, du machst im Sommer 25% Wasserwechsel, jetzt gerade auch schon? Auch schon, ja. Also 25% Wasserwechsel und viele sagen, ja, Kamera, das ist viel zu viel. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn Sie keine zweite Maßnahme machen, um Ihr Wasser aufzuhärten, wenn jetzt Ritchie nur 10% Wasserwechsel machen würde über viele, viele Wochen, dann hat es zur Folge, dass die Carbonate natürlich weg sind und dass der pH-Wert immer tiefer fällt. Und wenn man dann nur einmal in der Woche misst, und das ist jetzt nicht nur, dass das ein Vorwurf sein soll, ich kann Ihnen sagen, von der einen Woche auf die anderen, das kann genau die Knackpunktwoche geben, wo sie den Säuresturz haben. Da muss dann nicht noch viel zusätzlich passieren. Wir haben vielleicht mega geiles Wetter, wo die Algen wachsen ohne Ende. Ja, oder die Algen werden in ihrem Wachstum durch irgendwas begünstigt, weil sich das Milieu verschoben hat. Und plötzlich hat man überhaupt keine Carbonate mehr im Wasser. Okay, irgendwann haben die dann auch keine Carbonate mehr, um zu wachsen. Das ist natürlich auch wieder so. Aber der Säuresturz ist dann im Prinzip vorprogrammiert. Also die 25% Wasserwechsel sind hier bei der Anlage, die noch schwach besetzt ist, wo relativ wenig Futter reinfliegt auf 30.000, 32.000 Liter, nur 600 Gramm, sind die 25% das, was man braucht. Ich weiß nicht, härtest du noch auf? Wahrscheinlich nicht. Nö. Also ohne aufzuhärten noch zusätzlich, ist das die Menge, die man hier braucht, um das System stabil am Laufen zu halten. Jetzt können Sie natürlich argumentieren, wenn Sie von der Wasserchemie Ahnung haben, können Sie argumentieren, ja, aber der pH-Wert ist ja bei 8,0, 8,1. Das ist ja immer noch verdammt hoch, wir wollen den ja viel weiter unten haben. Wir erinnern uns, Ritchie hat uns erzählt, er hat 5 Tage nicht gefüttert und dieses 5 Tage nicht füttern hat natürlich zur Folge, dass relativ wenig CO2 abgeatmet wurde von den Koi und das sorgt immer dafür, dass dann der pH-Wert nach oben geht, dann hat er eine relativ starke Belüftung, hinten der Biofilter ist noch belüftet und das trägt dann in Summe dazu bei, dass der pH-Wert steigt und da wäre natürlich dann interessant zu wissen, wenn er wieder bei seinen 600 Gramm am Tag ist, um wie viel der pH-Wert dann fällt. Weißt du das zufällig, wie die Senect dann normalerweise steht? Ja, das fällt, also letztes Jahr im Vergleich ist es immer zu knapp 7 gekommen, also unter 7 ist er nicht gefallen, aber so 7,1, 7,05 die Kante. Genau, und das ist eben der ideale pH-Wert und da sehen wir, da hat Ritchie einfach ein perfektes Setup gefunden, eine perfekte Balance, ein perfektes Gleichgewicht, um über ein ganz normales Teichmanagement, was er dann auch mit seiner Wasseruhr wahrscheinlich automatisiert, über seine Senect-Anlage hat er erzählt, automatisiert er das und fährt seinen pH-Wert bei 7, die Fische können fressen, es ist kein Ammoniak im Wasser, es ist nur Ammonium im Wasser, was für die Fische sehr gut verträglich ist und dann muss er im Prinzip im Biofilter nur noch schauen, dass er das Nitrit rausbekommt, das Ammonium geht natürlich auch raus und dann ist das eine ganz gute Geschichte und er hat nicht ständig, in Anführungszeichen, das Geschisse, ja,
dass er wieder aufhärtet, dass er wieder den pH-Wert misst, dass er dann guckt, dass er genügend aufgehärtet hat, dass, wenn er mit falschem Produkt arbeitet, dass er noch nicht überaufhärtet, dass also der pH-Wert nicht auf 8,3 hochschnellt und nachher wieder langsam runtergeht, sondern Richie hat hier einfach ein mega geiles Gleichgewicht gefunden, das ihm das ganze Koi-Hobby, was das Management angeht, leichter macht. Er hat jetzt gerade so spaßeshalber gesagt, naja, wenn ich jetzt 5 Tage nicht fütter, dann hätte ich ja eine meiner Luftpumpen ausschalten können, hätte man natürlich machen können, dann wäre der pH-Wert auch nicht auf 8 hochgegangen. Aber ich kann davon nur abraten, aus 2 Gründen. Zum einen, also die mahnende Geschichte ist die, das Abschalten ist immer das eine, das wieder Einschalten das andere. Und da hapert es dann häufig, dass die Leute genau das vergessen. Und das andere Thema ist, der pH-Wert von 8, klar ist er jetzt von wahrscheinlich im Moment noch nicht von 7, aber von 7,3 ist er auf 8,81 gestiegen. Das bedeutet für die Koi aufgrund dessen schon keinen sonderlich großen Stress, weil es zum einen langsam geht und zum anderen wird gerade nicht gefüttert. Und das ist der entscheidende Faktor, dass nicht gefüttert wird und dass dann auch die Ausscheidung des Ammoniums über die Kiemen reduziert ist. Die ist nicht ganz null. Das ist jetzt der Trommelfilter, der will auch mal im Block. Schon zum zweiten Mal. Zweiten Mal schon, ja. So, also das ist im Prinzip ganz genau die Geschichte, dass... Jetzt sind wir gleich fertig. Ja, 14 Sekunden. 3, 2, 1. Ja, perfekt. Das ist genau die Geschichte. Wir füttern im Augenblick nicht und darum spielt auch der pH-Wert von 8 keine Rolle. Wenn jetzt aber einer viel füttert die ganze Zeit und seinen pH-Wert nicht runterbekommt, dann sollte er sich wirklich irgendwas überlegen, wie der pH-Wert runterkommt, weil ansonsten kann das für die Kiemen wirklich auch schädlich sein. Der Sauerstoff ist bei 8,4, bei 23,4 Grad. Auch hier gleiche Temperaturanzeige wie die Senect. Perfekt, also freut mich riesig, dass das hier passt. Und das sind 100,5%, also auch hier, trotzdem, dass wir einen relativ hellen Tag haben. Richie hat so einen Algenbeschlag an den Wänden. Er bekämpft übrigens seine Algen mit Salz. Das kann ich hier an meinem Messgerät sehen. Er hat auf 0,5% aufgesalzen. Das machst du schon seit Jahren? Oder? Seit der Empfehlung, die du mal gegeben hast. Seit letztem Jahr habe ich das, also im zweiten Jahr jetzt. Und funktioniert gut? Genau, Hintergrund ist auch, dass Fische von der Innenhälterung letzte Woche rausgekommen sind. Und jetzt noch die 2 neuen von dir. Mhm. Und ich hatte letztes Jahr absolut keine Probleme bei der Vergesellschaftung und... Dieses Jahr. Wie oft musstest du letztes Jahr gegen Algen aufsalzen? Letztes Jahr war das in dem Zug, wo ich die Fische mit dazu gesetzt habe, also einmal. Und das hat ausgereicht? Hatte ich ein bisschen Fadenalgen. Dieses Jahr habe ich komischerweise, obwohl es genau gleich abgedeckt war, gar nichts an Fadenalgen. Also, das ist Biologie. Man macht zweimal das Gleiche und hat zweimal ein anderes Ergebnis. Das kann man wirklich nie vorhersagen. Und du hast letztes Jahr dann einmal aufgesalzen? Genau, einmal aufgesalzen im Frühjahr und dann... Manche müssen zweimal aufsalzen, aber nochmal, Salz hat eine so positive Wirkung auch auf den Fischorganismus. Es hat so wenige Nebenwirkungen und die es gibt, die sind so schwach, dass ich einfach sage, es gibt einfach kein geileres Mittel, um die Algen zu bekämpfen. In sehr wenigen Fällen leider funktioniert auch Salz nicht. Da gibt es irgendeine Algenart, die ist da völlig resistent dagegen. Aber die haben Gott sei Dank nur sehr wenige Leute. Das ist mir da auch wichtig, also... Seit deiner Empfehlung, Frischwasser und Salz mache ich auch nichts anderes mehr. Ich habe am Anfang auch, wie wahrscheinlich viele, immer Mittelchen hier und Pülverchen und so weiter reingekippt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich nur Salz und Frischwasser mache, keine Probleme mehr. Hm. Und mehr Geld im Portemonnaie. Also das ist, ist so. Das ist also das Einfachste. Wasserwechsel und in Kombination mit Salz ist einfach eine geile Empfehlung fürs Koi-Hobby. Und ich habe jetzt... viele, viele Kunden, viele, viele Blog-Zuschauer, die uns das wirklich 1:1 so bestätigen und die das heute auch so umsetzen. Ja, Richie, hier ist alles okay. Ja, und die 104% Belüftung, die zeigt auch, okay, es ist nicht gefüttert worden. Das kann natürlich sein, wenn man jetzt füttert, dass es nochmal ein bisschen runtergeht. Das ist dann aber auch nicht ganz so dramatisch. Alles, was über 90 stattfindet, ist gut. Und vor allem kann man hier ausschließen, dass man hier eine Gesamtgasdruckübersättigung hat. Das halt, ja gut, deine Belüftung liegt auch da hinten auf dem Meter ungefähr. Also da kann das ohnehin nicht in dem Maße passieren, dass es für die Koi schädlich wird. Also, toller Blog über Wasserwerte. Richie, tolles Management, gefällt mir. Und dein Wasser ist ein Spiegelbild von deinem Management. Und das sieht wirklich, wie ich es im vorangegangenen Blog schon gesagt habe, pornös aus. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zum nächsten Blog. Ciao. Tschüss.